Willkommen zurück zu Guacamelee. Ja, Super Turbo Championship Edition natürlich. Drei Dinge. Erstens, ich sollte jetzt eigentlich gerade Borderlands aufnehmen, weil das als nächstes in meiner Liste kommt. Aber ich habe gerade eher Bock auf das Spiel und noch ein bisschen Zeit, daher kann ich mir es leisten. Zweitens, ich habe... dieser Teil, in dem wir gerade sind, ist ein Teil, der ist exklusiv zur Super Turbo Championship Edition. Entsprechend blöde kann es werden, vor allem solche Teile hier. Und drittens, ich habe einen dummen Fehler gemacht. Wie soll ich da nochmal hinkommen? Zu dieser Truhe? Also auch wenn das nur eine Geldtruhe ist vielleicht, ich weiß es nicht, aber... Ich muss diesen ganzen Weg nochmal schaffen. Auch wenn das der leichte Teil war, das waren ja nur die beweglichen Plattformen. Aber ich vermute eh, also da ist ja was Grünes. Das sieht nach Rückweg aus. So, genau, aber auf jeden Fall, wir sind gerade im in einem Special Edition spezifischen Teil. So, jetzt wieder hoch. Boah, das war knapp. Jetzt wieder ein bisschen runter, jetzt wieder hoch und tritt. Und Feinde tot. Okay, wie muss ich den hier machen? Ah, da kommen mehrere raus. Das war schlecht, okay. Also, das hier passt. Das war zu früh. Ich glaube, diese Plattform hier ist eine Falle. Nein! Okay. Hat nicht mehr gereicht. Also ich kann direkt hier drauf. Das macht's vielleicht ein bisschen einfacher. Und das war zu kurz. Ja, ich versuche gerade abzukürzen, möglichst schnell durch den Raum zu kommen. Ja, und dann benutze ich meine Fähigkeiten so, dass ich in der Wand lande. Und nicht auf dem Stein, auf dem ich eigentlich landen will. Irgendein Stein, nein. So, erstmal landen. Hüpf. Jetzt will ich die hier. Dann hoch. Ab. Und gelb. Flieg du mal ins Nichts. Okay. Und, oh. So, jetzt kann ich den hier verprügeln. Ich wollte eigentlich gerade rollen und nicht die Ebene wechseln. So. Wo bin ich? Da ist ein roter Stein. Da ist ein Speicherpunkt. Hier muss ich einen Schalter drücken. Das heißt, hier will ich an die Wand und den roten Stein zerstören. Lebenspunkte. Und hier brauche ich die Huhnform. Okay, hier ist ein Rückweg. Das ist offensichtlich ein Rückweg. Oh. Wow, ich konnte gerade ausweichen. Dem nicht. Jetzt stehe ich mittendrin. Das ist dumm. Aber dann kann ich mit einer Combo auch aus dem Raum mitkommen. Jetzt öffnen sich ein paar Türen wahrscheinlich. Genau. Ja, dieser DLC-Weg hier, dieser Super Turbo Championship Edition-Weg, ist vermutlich auch ein bisschen, absichtlich ein bisschen herausfordernder als Hauptspiel. Da sind noch mehr grüne Steine. Genau. Aber ist ja nicht schlimm, also... Wenn das einigermaßen eine machbare Sache darstellt... Dann kann ich damit leben. Ne, ich muss tatsächlich nur mal da runter. Das ist doof. Vor allem, wir haben auch ewig keine Statue mehr gesehen, ne? Also Reisestatuen. Meine ich natürlich. Und uns fehlt immer noch die letzte Fähigkeit. Die hätten wir im Hauptspiel ohne Super Turbo Championship. Hätten wir die schon haben können. So. Ich weiß, ich bin jetzt hier angekommen, aber ich will was gucken.
Hier ist nämlich auch offen. Und hier brauche ich nur blau. Mit Timing drüber. Das ist eigentlich eine leichte Aufgabe hier. Oh. Einfach nur mit den blauen Fähigkeiten rüber. Ja, das war auch nur Geld. Aufpassen. Rüber. Das Schöne ist, wenn man auf der nächsten Plattform ist, dann wird man darauf festgesetzt. Also auf der beweglichen Plattform. Man ist noch in der Animation in der Luft. Aber trotzdem bewegt man sich schon nach... schon auf der neuen Plattform. Ich will mal was gucken. Ne, hier komme ich nicht mehr zurück. Auch nicht, wenn ich die Ebene wechsle. Das ist einfach ein zuner Weg. Da können wir gar nichts machen. Ja, das heißt, wir müssen jetzt tatsächlich hier rüber. Die schnellste Variante, sich durchs Spiel zu bewegen, ist anscheinend zu springen. Vor allem auf Schrägen. Weil Schrägen sowohl hoch als auch runter Zeit kosten. Und wenn man da drüber springt, dann ist es besser. Die Frage ist, ob Springen besser ist als... Da ist Nintendo drüber. Bäh, da oben ist es... Ey. Die Truhe sieht auch nicht schön aus. Arena. Oh. Grün. Blau. Der hier ist grün. Oh, Bombe. Erstmal die Bombe zertreten. Aua. Da ist noch eine Bombe. Jetzt machen wir erstmal die Bomben. Ich wollte gerade mit dem gelben... Hallo? Warum durfte ich kein Geld machen? Gelb. Das Schöne ist, mit zwei Special Attacks sind die tot. Au, ich wollte gerade ausweichen. Und nochmal eine Bombe. So, oh, ich habe glaube ich das Skelett mit erwischt. Ja. Das Skelett hatte sich so teleportiert, dass es genau in meinem Angriff drin war. Eine Fähigkeit. Eine Fähigkeit. Was ist das für eine Fähigkeit? Das war meine letzte Statue. Junge, wer ins Lutschator? Hier ist deine letzte Kraft. Ah, die kriegt man jetzt hier. Greife eine Wand und während du Y gedrückt hältst, um einen Ziegenflug auszuführen. Wir haben den Ziegenflug. Das ist die Fähigkeit, die uns gefehlt hat, um alles zu finden. Und das funktioniert so. Also man hält sich an der Wand fest und man fliegt. Und hier lernt man das auch. Hep. Und man fliegt einfach bis zur nächsten Wand. Immer. Und damit kriege ich zum Beispiel auch Truhen, die ich bisher gedacht habe, wie soll ich mir die denn holen? Vor allem jetzt muss ich nicht mehr wirklich denken, wie ich durch irgendwelche Sprungrätsel komme. Ah, man kann da draus Special Moves machen. Okay, gut zu wissen. Hep, hep, hep. Weil dann kann man nämlich hier hoch. Kann das hier machen. Kann dann hier... die Frage ist, ist das blaue Power? Ja, ist es. Ein Ausdauer-Upgrade. Schön. Also gut, durch die Gegend fliegen zählt als blaue Power. Also wir müssen jetzt eher darauf aufpassen, an der richtigen Stelle zu landen. Oh. Also, dass man nicht irgendwie zu weit fliegen oder so. Ist auf jeden Fall jetzt nett, weil das ist, wie gesagt, die letzte Hauptfähigkeit. Die Sache ist, es gibt tatsächlich noch eine, aber die dauert ein bisschen länger, die zu bekommen. Okay, hallo bewegliche Plattformen. Habe ich auf euch Bock? Ich weiß es nicht. Irgendwie nicht. Ups.
Ah, da sind auch zwischendurch mal Stacheln. Da war eine... Aua. Da ist tatsächlich was zum drauflaufen. Das habe ich auch so nicht gesehen im ersten Moment. Da will ich drauf landen. Das hier ist im Wechsel. Oh, und das war schlecht. Aber, nee, da komme ich nicht hoch genug. Ja, und dann falle ich natürlich ewig runter. So, 1, 2, 1, 2. Falsche Taste. Da wollte ich, die habe ich noch nicht mal gedrückt, sondern das, also es war, ja, ich habe sie gedrückt, aber halt sehr, sehr aus Versehen. Also auf dieser schräg laufenden Plattform zu landen, bin ich irgendwie zu blöd gerade. Weil die, weil das Rote natürlich ein bisschen verzögert ist. Wie so oft, alle Fähigkeiten sind ja ein bisschen verzögert. So, hier ist erstmal kein Weg, okay. Das sieht mir irgendwie nach Arena aus. Nee, das sieht nur nach Zielfallen aus, um da dran zu kommen. Irgendwas unterwegs? Nein. Intenso Power. Das war jetzt einfach mal auf Vorsicht. Ah. Zack. So, dann drauf, dann runter. Oh. Das war vielleicht nicht das Richtige, aber es stört auch nicht mehr. Okay, mit der Fähigkeit wird es jetzt ein bisschen einfacher gefühlt, durch die Gegend zu kommen. Also wie gesagt, ich rechne jetzt damit, dass ich hier auch vielleicht da unten hinkomme. Oh nee, nicht schon wieder sowas. Wie hoch muss diese Plattform? Okay, ich muss unter die... Das war jetzt dumm. Das auch. Jetzt. Ich muss hier rangehen und dann fliegen. Das schiebt mich auch runter. Oh, da war was. Da war was. Oh, das war... Nee. Weil ich es gewohnt bin, alle Fähigkeiten mit Y zu machen, mit B zu machen. Jetzt drücke ich die falschen Knöpfe. Nee, da habe ich gerade den richtigen. Ich habe gerade den hier gedrückt. Naja, wenn's Spiel meint. So. So. Runter. Ich hab... man hat doch die Animation sogar gesehen. Ich habe Y gedrückt. Das ist natürlich blöd, dass sowohl der Griff als auch... Ich komme nicht mehr zurecht. Dass sowohl der Griff als auch diese super neuen Fähigkeiten Y sind, das stört. Okay, da komme ich noch nicht hin. Jetzt renne ich hoch. So. Jetzt muss ich mal diese Plattform höher kriegen. Ja. Die geht aber nicht viel höher. Das war der höchste Punkt. So. 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 Ah, es reicht mir tatsächlich diese Höhe. Rüber. Hoch. Ich brauche eine hohe Plattform. Okay, das war jetzt schlecht, aber... Irgendwie habe ich es überlebt. So, die ist jetzt, glaube ich, hoch genug. Um hier durch die Gegend zu fliegen. Nicht euer Ernst, oder? Ich muss hier viel weiter runter. So. Ja. Und dann ist hier nämlich noch eine Truhe. Bin ich da oben, bin ich. Arena? Ja. Nicht so einer. Aber jetzt hat man ja einen neuen Trick.
Naja, nicht ganz. Ich wollte gerade eigentlich den die Vögel machen. Wo lande ich, wenn ich... Bitte sag mir... Okay, ich lande in der Arena. Ich sollte vielleicht dem ein bisschen ausweichen. Ja, so vielleicht nicht. Komm, ich starte den Kampf neu. So, nochmal. Dem ausweichen und die da oben töten. So viel zum Thema Ausweichen. Also gut, ich habe den auf jeden Fall mal erwischt, den ersten. Und, ja, falsche Richtung gerollt. Aber jetzt kann ich... Okay, der ist grün. Warum ist der jetzt grün? Und warum kann ich den nicht komboen? Und warum hat er mich getroffen? Und warum habe ich den nicht getroffen? Jetzt habe ich ihn gekombot. Ey, dieses Viech, das nervt so richtig. Gelb. Blau war das. Ich habe das Gefühl, da werden immer neue Bomben kommen, wenn ich den Kampf nicht bald geschafft habe hier gegen den. Das war dumm, das war dumm. Nee, war es nicht. Rot. Hab ihn. Jetzt noch Bomben. Boah, das war's, danke. Also diese großen Typen sind zu krass manchmal. Gelb. Grün. Und er weicht natürlich direkt aus. Oh, das ist einer, der sich porten kann. Bringt ihm aber nichts, wenn ich ihn wegkomboe. Aua. Das bringt nur was, wenn er diesen Angriff macht. Da ist nochmal ein Hebel. Und das öffnet jetzt die große Tür hier. Okay, krass. Heißt das, wir haben den Vulkan jetzt geschafft, außer dass ich die Truhe natürlich auch will. Aber ich sehe noch keine Chance, da irgendwo... Obwohl, habe ich da eine Wand? Da habe ich eine Wand. Ganz hoch. Geh mal rüber. Ne, das reicht nicht. Hätte ja sein können. So, jetzt kommt wahrscheinlich ein Boss. Ne, Pico-Schädelraum? Okay, an die komme ich nicht ran. Ich erwarte einen Boss. Ich meine, überall Skelette. Das ist die Skelettfabrik. Da ist er. Das ist blöd. Ich will nicht schon wieder wegen dem Boss überziehen. Deswegen breche ich die Aufnahme hier ab. Dann ist heute halt mal ein bisschen kürzer. Wobei, die Minute rede ich jetzt nicht weiter. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Lasst in jedem Fall Kommentare und konstruktive Kritik da. Und ansonsten wie immer, bis zum nächsten Mal. Einen schönen Abend noch und tschüss.